Moin Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute neuer Stadion-Vlog. Die EM und Olympia haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir uns extrem auf den Vereinsfußball wieder freuen. Heute erste Runde DFB-Pokal in Hamburg zwischen Phoenix Lübeck und Borussia Dortmund. David gegen Goliath, aber der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Ich zeige euch in diesem Vlog ein paar Einblicke rund ums Spiel. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst gerne ein Like da, ein Abo und einen Kommentar. Tut euch nicht weh, mir hilft es extrem weiter und dann kann es losgehen. Auf geht's! Traditionell passiert es immer wieder, dass Mannschaften sich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen die vermeintlichen Underdogs extrem schwer tun. Hoffenheim hat sich gestern im Elfmeterschießen gegen den Viertligisten Würzburger Kickers erfolgreich durchgesetzt. Und auch Phoenix Lübeck darf man nicht unterschätzen. Eine spielstarke Regionalliga-Nordmannschaft, die semi-erfolgreich in die Liga gestartet ist, hatten bereits zwei Spiele. Das erste Spiel in Lohne wurde 2-0 verloren, aber das zweite Spiel gegen den VfB Oldenburg konnte man siegreich gestalten. Im Sommer ist viel auf Seiten der Borussen passiert. Neuer Trainer Edin Terzic wurde durch Nuri Sahin ersetzt. Der Kader wurde neu aufgestellt. Viele richtig gute Spieler wurden geholt, wie ein Ciro Guirassy, wie ein Jan Couto, wie ein Pascal Groß, wie ein Maximilian Bayer, aber auch Vereinsikone Marco Reus hat sich Richtung LA verabschiedet. Ich bin mal gespannt, was da heute passieren wird. Ich gehe aber dennoch von einem relativ eindeutigen Ergebnis aus und tippe da auf ein 6:0 für die Borussen. Als neutraler Zuschauer mit gewissen Sympathien für die Borussen bin ich heute extrem gespannt, wie der Pflichtspielstart angenommen wird und umgesetzt wird. Und vor allem, wie Nuri Sahin das Ganze taktisch anordnen wird. Die letzte Saison unter Edin Terzic lief semi-optimal. Das heißt, die Bundesliga war sehr durchwachsen. Aber in der Champions League ist man bis ins Finale in Wembley vorgestoßen und hat dort denkbar knapp gegen die Königlichen aus Madrid verloren. Ich als Atletico-Fan kann davon ein Lied singen. Ich war ja beim Champions League-Viertelfinal-Rückspiel in Dortmund zu Gast. Und muss sagen, dass die Stimmung dort absolut überragend war, mit einem bitteren Ende für mich als Atletico-Fan. Aber dennoch war es ein richtig geiles Ereignis. Die Fans sind auch heiß. Knapp 20.000 Zuschauer aus Dortmund werden heute erwartet. Das heißt, der Support ist eigentlich wie immer da. Und dann schauen wir mal. Langsam geht's Richtung Stadion. Dann wird noch eine Kleinigkeit gegessen. Und dann schauen wir mal, was der Auftakt zum DFB-Pokal da heute bringen wird. Auf geht's Richtung Volksparkstadion. Erfahrungsgemäß sind die Straßen in Hamburg auf den Samstagnachmittag gerne mal etwas voller, sodass ich da immer ein bisschen Pufferzeit einplane. Gerade Richtung Stadion unterwegs sehen wir den BVB-Bus und eine Menge Zuschauer. Die Spieler sind tatsächlich im Meridian direkt an der Alster untergebracht. Also wir haben noch knapp 2,5 Stunden bis zum Spiel. Allzu lange sollte es nicht mehr dauern, dann geht's auch für die Jungs schon Richtung Stadion. Problemlose Überfahrt, direkt einen Parkplatz gefunden und jetzt gibt es einen 10-Minuten Marsch Richtung Stadion. Die Stadt ist komplett voll mit Borussen, rund um den Hauptbahnhof als auch um Stadion. Extrem viele Fans in Schwarz-Gelb unterwegs, die sich heute, glaube ich, auf eine geile erste Pokalrunde freuen. Mein Verein, der HSV, spielt morgen auswärts in Meppen. Ich hoffe, dass wir uns da ebenfalls durchsetzen können und dann hoffe ich, dass es dieses Jahr im nächsten Anlauf dann doch was mit dem Erstliga-Aufstieg wird, damit die Traditionsvereine wie HSV und Dortmund in der kommenden Saison wieder gegeneinander spielen können. Jetzt geht's auf Richtung Stadion und dann schauen wir mal, was heute abgeht. Bratwurst und Bier, was gibt's Besseres zum Fußball? Angekommen am schönsten Stadion Deutschlands. Die komplette Südkurve ist heute für die Borussen reserviert. Aber ich glaube, dass das Ganze nicht ganz ausreichen wird. Also das ist eigentlich eher ein Heimspiel als ein Auswärtsspiel heute. Angekommen am Platz und die Mannschaftsaufstellung von Borussia Dortmund ist gerade rausgekommen. Sabitzer im rechten Mittelfeld, etwas ungewöhnlich, Pascal Groß spielt Doppel-6 mit Emre Can, Jan Couto noch auf der Bank und Niklas Süle kriegt heute die Chance von Anfang an. Das Volksparkstadion füllt sich langsam, die komplette Südkurve ist mit den Ultras von Borussia Dortmund geschmückt. Phoenix Lübeck macht sich bereits warm, Borussia Dortmund sollte gleich rauskommen, wir haben noch knapp 40 Minuten bis Anpfiff. Und da wird es das erste Mal richtig laut im Stadion, Borussia Dortmund kommt raus zum Warmer. Und auf geht's. Thank you.
Das ging schnell. 1-0 nach 3 Minuten. Torschütze war nicht Julian Riasson, sondern Waldemar Anton an der Ecke. BVB lässt hier gar nichts anbrennen. Wird hochverdient 3-0, lässt hinten nichts zu und nutzt vorne ihre Chancen. Es wird, wenn es so weitergeht, ein relativ einfacher Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokal. Dortmund wechselt zur Halbzeit auf der Torwartposition. Anscheinend ist Gregor Kobel verletzt und wird durch Meier ersetzt. Unnötiger Ballverlust von Brand, 25 Meter vom Tor, macht er überragend, aber ich glaube, dass er dennoch heute nichts mehr anbrennen wird. Letzte Saison bei Girona. Ich sage, er würde Dortmund sehr viel Spaß bringen. Thank you.
BVB setzt sich über den 4:1 in der ersten Runde des Bundesliga-Spiels. Borussia Dortmund zieht in die zweite Runde des DFB-Pokals ein, absolut souverän. Kurz gewackelt, 10 Minuten nach der Pause, da hatte Phoenix Lübeck wirklich die eine oder andere Chance, wo sie auch das Tor erzielt haben, übrigens zum zwischenzeitlichen 1:3. Aber das war schon ganz abgeklärt gespielt, gerade aus der Dreierkette mit Schlotterbeck, Süle und Anton haben sie eigentlich hinten nicht viel anbrennen lassen. Vorne hat Brandt mir extrem gut gefallen und im Großen und Ganzen geht das 4:1 dann auch am Ende leistungsgerecht vollkommen in Ordnung. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Vlogs mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like da, ein Abo und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!